Die Polizei, die rüstet auf im Kampf gegen Terroristen und Kriminelle, nicht nur mit Waffen. Auch Brandenburg soll ein neues, härteres Polizeigesetz bekommen. Eines, bei dem sich mancher vielleicht wundert, wie schnell man selbst unter Verdacht geraten kann. Der Entwurf verblüfft nicht nur, er verärgert auch den Regierungspartner. Am Kabinettstisch vorbei erreichte das Papier die Öffentlichkeit. Andreas Behevel über das, was drinsteckt. Das ist der Entwurf des neuen Polizeigesetzes, der jetzt zum Streit in der Koalition geführt hat. Und in der Tat sind darin jede Menge neue Befugnisse für die Beamten vorgesehen. Besonders weitreichend sind neue Regelungen bei Terrorgefahr. Hier soll die Schleierfahndung im ganzen Land möglich sein. Verdächtige können gezwungen werden, sich an einen bestimmten Ort zu melden und diesen nicht zu verlassen. Das kann mit einer Fußfessel kontrolliert werden. Und sie können sogar vorsorglich in Gewahrsam genommen werden. Gravierende Eingriffe für das Innenministerium, aber sind diese wichtig, dass sich die Sicherheitslage entscheidend verändert habe. Wenn man aufmerksam zum Beispiel unsere Verfassungsschutzberichte liest, ne, wir hatten in 2014 noch 30 islamistische Extremisten. In dem Bericht von 2017 ist die Zahl angewachsen auf 130. Und von daher leben wir in einer Situation und wir können uns alle nur wünschen, dass wir diese Maßnahmen nie ergreifen müssen. Clemens Arzt ist Staatsrechtler an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Für ihn sind die geplanten Gesetzesneuerungen nur wenig hilfreich zur Terrorbekämpfung. Ich sehe nicht ernsthaft, dass es all diese neuen Normen nun wirklich bräuchte, um das Land sicherer zu machen und dass sie tatsächlich dazu beitragen, sicherer zu machen. Sie dienen sicherlich dazu, Grundrechte weiter abzubauen, was wir in den letzten Jahren schon sehr massiv betrieben haben. Und auch schon zur Bekämpfung der normalen Kriminalität sind für die Polizei deutlich mehr Rechte vorgesehen. So soll sie mehr Abhörmöglichkeiten bekommen. Insbesondere ist geplant, sogenannte Staatstrojaner einsetzen zu dürfen. Mit diesen können Handys oder Computer ausgespäht werden. Warum soll ein Verbrecher, der seine Kommunikation zum Beispiel über WhatsApp durchführt, entsprechend den Ermittlungen unterzogen werden? Es funktioniert einfach nicht. Und von daher brauchen wir dieses Instrument, dass eben auch die Polizei die Möglichkeiten hat, sich dem technischen Fortschritt an der Stelle anzupassen. Aber auch ohne Terrorgefahr soll die Schleierfahndung auf allen Durchgangsstraßen quer durchs Land möglich sein. Bislang geht das nur im Grenzgebiet. Das heißt, Beamte dürfen hier ohne Verdacht jeden kontrollieren. Für den Staatsrechtler ein Graus, denn es gäbe keine Pflicht, sich ohne konkreten Grund vor der Polizei auszuweisen. Für mehr Sicherheit seien andere Schritte notwendig. Ich glaube, die Gesetze sind völlig ausreichend. Wenn wir über was nachdenken müssen, dann sind es wahrscheinlich eher Personalstärken, Ausstattung und Ähnliches. Der Streit um das Gesetz wird weitergehen. Die nächste Runde kommt spätestens im September im Kabinett zwischen SPD und der Linken.